So, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren Folge Reported by a Noob. Ja, ich habe ja mehrere Playlists, in denen verschiedene Videos drin sind. Hall of Shame, ne, wenn Leute Teamkills machen und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir mal gucken, sowohl im Gegnerteam als auch bei uns im Team gibt es Leute, die andere Leute beleidigen bzw. Positionen weitergeben und so weiter und so fort. So, der Gegner, jetzt müssen wir auf die Karte gucken. Der Gegner hat 7, 8 oder 9 schnelle Panzer. Mediums, Scouts, OP-Mediums wie den T-22 Schmied, Objekt 140, Leopard 1, E-50M, 121er zähle ich eigentlich auch dazu. Zweimal T-54 Mod 1, Panther 2, CDC und so weiter und so fort. Das heißt, der Gegner hat einen absoluten Vorteil, was schnelle Panzer oder Meds oder Scouts angeht. Jetzt guck mal bei uns rüber. Ich bin der Einzige, der schnell und wendig ist. So, der Erste im Gegnerteam fängt an zu flamen. All Camping. So, gibt schon mal Position gleich weiter. All Camping Mitte, Middle. All Camping at Hill. So, der Erste gibt schon mal Positionen weiter, ja? Also im Gegnerteam schon mal. So fängt das schon mal an. Tiger 2 ist schon mal tot, ja? Da kann man sich ungefähr mal erahnen, was passiert, wenn man da an die Front fährt, weil der Gegner einfach mit 8 oder 9 schnellen Panzern da in der Mitte absolut überlegen ist. Okay? So, pass auf. Jetzt stirbt unser T-32 gleich. Und dann wird er das ganze Spiel Positionen weitergeben. Ja, ich kann hier schön sauber arbeiten. Warum zur Hölle soll ich an die Front? Was soll das bringen? Ja. So. Tiger 2 flucht rum. T-32 flucht rum. Jetzt fängt schon an. E-50 Red Lee Bot in K2. Red Lee Players. Ah, okay, okay. Alles klar. Red Line. Red Line. Digga, der hat auch die Nerven, das ganze Spiel noch zu gucken, Alter. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ne, wenn sowas passiert, wenn ich sterbe, ich gehe einfach aus dem Spiel meistens. Meistens, nicht immer, muss ich zugeben, aber meistens gehe ich aus dem Spiel, weil das, was soll das bringen? Warum soll ich hier 15 Minuten meines Lebens vergeuden und dann noch zugucken, wie die da, weißt du, so verkacken oder rumbotten oder was auch immer. Ich gehe dann aus dem Spiel und gut ist, besser für meine Nerven eigentlich. Habe ich mir jetzt so neuerdings angewöhnt. So, bin auch schon auf. Da vorne ist alles voll, Mann. Sobald hier, der flucht. E50M, Learn, WOT, Only Camp with Mates on Red Line. Ne, Digga, wir haben keine Mates. Wir haben nur ein Mate. Das bin ich. Der Gegner hat aber 8 oder 9. Ja, das wäre dann 1 gegen 9 oder 8 oder 7. Ja, so, und das macht man einfach nicht. Das bringt doch nichts. So, und warum ich hinten campe, das seht ihr auch gleich. Hat schon seinen Sinn. Ich kann hier genug austeilen und dem Team somit helfen. Wenn ich jetzt vorne sterben fahre, ich bin jetzt auch kein E100, der noch ein bisschen Schaden fressen kann oder so. Ja, Report Bot E50M Redline. So, alles klar. Copy-Paste. So. So, ich nehme den Kollegen da vorne raus, kassiere dann auch schon aus der Mitte. Kann hier nirgendwo drauf wirken. So. Unsere dicken Panzer sind alle rechts oder irgendwo rechts mittig. Das war der CDC vom Gegner. Da Report Bo E50M 121 sagt wie no. Okay, Kollege, 121er aus dem Gegnerteam. Also du weißt, dass ich ein Bot bin. Alles klar. Wir sehen uns ja gleich an der Front und dann gucken wir mal. Kumpel. Ja, ist ja noch nicht aller Tage Abend. Ne, wir haben noch eine Conqueror-Arti, die kann hier auch noch genug Panzer runterschießen. Naja, fluch du mal weiter. Wir gucken mal gleich, was du so im Spiel gerissen hast, T32. Nämlich gar nichts. Das ist so dieses Frust.
Hier ist der 121er, der meinte, ja, ich weiß, dass das ein Bot ist. 400 mal mit einer Schelle reingedrückt. Nochmal 320 gerammt. Der kassiert von hinten eine. So, 121er, so viel mal zum Bot-Campen. Tot bist du, mein Freund. Hast du mal hier dein Bot-Campen. So, und jetzt... Untere Wanne, Ferdinand, abgeprallt. GG. Egal, ich bin tot. Aber ich würde sagen, die Gegner ist so weit. Wir haben jetzt nur noch Low Tiers. Wir haben noch die dicken TDs und alles. Also das ist auf jeden Fall noch machbar. Das wird auch so gemacht. Ich zeige euch jetzt die Stats, weil so richtig mega interessant ist das jetzt nicht mehr. Wir werden das Spiel gewinnen, so viel kann ich sagen. Wir sehen uns bei den Stats. So, hier sind wir bei den Gefechtsergebnissen. 4100 Schaden. Knapp 740 noch gespottet. Und ja, jetzt schreibt der Typ mich hinterher auch noch an. Also nicht nur, dass er in-game meine Position weitergegeben hat, sinnlose Reports rausgehauen hat und so weiter, geflamed hat, geflucht hat und beschimpft hat, wie auch immer. Direkt nach dem Spiel, das erste, was er macht, schreibt mich hier an. Selber geht der hier raus, das war der T32er mit 200 irgendwas Damage, ja. Tiger 2 direkt sofort gestorben. Der checkt einfach nicht, ey, Digga, guck doch mal. Hier, der 121er geht für mich auch so Richtung Med, sag ich mal, ja. Ist jetzt kein richtiger Med, aber doch irgendwie schon. So, 7500er WOT-Wertung, T22 Med, ja. So, ein OP-Panzer, wie man weiß. Alles klar, ein Objekt 140, das ist schon der dritte Med sozusagen, den sie haben. E50M, der vierte Med, den sie haben. Auch gute Stats. Der fünfte Med, so gesehen, ja, Med TD, weil der so schnell ist, zähle ich den jetzt mal zu den Meds, ja, okay. So, Leopard 1, der sechste, okay. Der sechste, alles klar, was haben wir noch? Zweimal T54-1, 6600er Wertung. Alter, die hatten 8 oder 9 Meds, ja? 8 oder 9 Meds oder Scouts, schnelle Dinger und so weiter und so fort. Was hatten wir denn? Ja, nichts. Guck, kein Med am Start, null. Ich war der Einzige. Und dann verlangt dieser Lappen von mir, dass ich an die Front gehe und gegen 8 oder 9 Meds vom Gegner mich da anlege oder was? Ja, da habe ich einmal geschossen und während ich nachlade, bin ich innerhalb von 4 Sekunden am Arsch, bin ich tot. Ja, und dann wundert er sich, dass ich da hinten snipe. Und im Gegensatz zu ihm habe ich das Spiel halt noch gerettet, ey. Das meine ich, Alter. Willkommen auf World of Tanks, wo irgendwelche Noobs und, keine Ahnung, Low-Tiers oder sonst was dir versuchen, das Spiel zu erklären. Und die Schande, der schreibt hier Shame on you, ja. Shame Loser, bla bla, schreibt er hier. Ja, nee, Digga, shame on you, dass du mit 11.000 Gefechten, abgesehen davon, dass das dein Zweit-Account ist, das ist niemals dein Erst-Account, keiner hat nach 11.000 Gefechten solche Werte, damit das mal klar ist, das ist schon mal dein Zweit-Account, dass du nach etlichen 10.000 Gefechten als Möchtegern-Unicom noch nicht mal die Karte lesen kannst, wie viele Gegner, wie viele Med-Panzer im Gegnerteam sind und dass du meine Position weitergibst und mich beschimpfst und mich reportest dafür, dass ich weiter hinten stehe und snipe. Ich würde sagen, Enemy had 9 Med Tanks. We had only 1 Med. So, shame on you. You have no plan how to read this game. So, weißt du Bescheid? Ne, hast mich ja genug angeflamed, kriegst du das von mir jetzt zurück. Und ich würde sagen, ihr abonniert hier meinen Kanal und abonniert auch meinen Kraftsportkanal und bewirbt euch für meinen Clan. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.